Das ist wichtig, auch das immer wieder zu kommunizieren. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Das Thema der Tests ist ja auch ein großes Thema. Vollberg, ja, immer sehr bemüht auch gewesen, sehr flächendeckend diese Tests anzubieten. Jetzt haben wir zum einen gehört, dass überdacht wird, was passiert Ende März mit diesen Tests. Die meisten Experten sagen mittlerweile, dass symptomlose Testen, ja, das müssen wir jetzt einfach irgendwann einmal aufhören, aus Kostengründen und weil es einfach auch nichts wirklich uns hilft jetzt in der Bekämpfung, in der akuten Bekämpfung dieser Pandemie. Gibt es jetzt schon Überlegungen, wie das dann künftig in Vollberg aussehen soll, ab März oder ab April? Wir haben jetzt momentan noch offizielle Teststationen, das heißt, ich war gerade heute testen und das war die letzten Tage nicht anders, da ist der Ansturm jetzt schon sehr überschaubar. Das ist ja dann auch immer eine Kostenfrage, wie lange kann ich mir so ein Testzentrum auch leisten? Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Und Kosten ist ja mittlerweile ein größerer Faktor österreichweit, wie das mittlerweile das Impfen ist. Wir haben viel mehr an Geld ausgegeben für die ganzen Tests. Da ist sicher an der Zeit, dass man sich überlegt, da eine neue Organisation oder eine neue Positionierung durchzuführen. Und da sind wir eigentlich mit dem Bund, beziehungsweise natürlich meine politische Vertreterin, die Landesrätin Rüscher, ganz, ganz eng im Kontakt mit dem Bund. Wir werden sicher nicht in Vorarlberg irgendwie eine eigene Schiene fahren, dass wir da, sondern wir sind da natürlich schon gehalten, dass wir auch diese Pläne, diese des Bundes irgendwie bei uns umsetzen. Aber jetzt einfach aus medizinischer Sicht ist es sicher auch hoch an Zeit, da irgendwie zu überlegen, dass man jetzt weggeht von diesem Gießkannenprinzip, was die Testungen betrifft, wirklich hineingeht in diese vulnerablen Gruppen. Klar, in einem Pflegeheim wird man immer testen müssen, man wird in einem Spital immer testen müssen, wo einfach Leute sind, die einfach, wenn sie eine Erkrankung erleiden, einfach am meisten darunter leiden und einen schweren Verlauf erleiden. Und wir sehen es einfach auch in den Todesfällen der letzten Wochen, Monate eigentlich. Es sind einfach Menschen, die einfach alt sind, die da einen Risikofaktor haben, oder es sind auch Menschen, die schwere Vorerkrankungen haben, die einfach an einer Tumorerkrankung leiden, die an schwer einstellbarer Zuckerkrankheit leiden. Und das sind einfach Leute, die wir natürlich zuhauf in den Pflegeheimen, in den Krankenanstalten natürlich sehen. Und da ist es sicher an der Zeit, da irgendwie zu einem Umdenken zu kommen. Jetzt gibt's